Ein fröstliches Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Testet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute steht auch ein wunderschönes neues Auto mit mir vor der Kamera. Der Opel Astra Sport Tourer, gerade frisch in den Markt eingeführt, steht er auch hier derzeit als Vorserienfahrzeug noch. Aber nichtsdestotrotz, wir werden ihn heute auf den Zahn fühlen. In wunderschönem Kobaltblau-Metallic haben sie den Wagen hier mir an die Hand gegeben. Ich finde, das ist auch so ein schöner Farbstich in der Landschaft. Gerade wenn es so trüb da draußen ist, dann hält so eine Farbe durchaus auch ein bisschen das Gemüt auf, wie ich finde. Wir werden heute wieder gemeinsam auf meine Verbrauchsrunde gehen. Die beinhaltet wie immer bei allen Fahrzeugen 50% Überlandfahrt, 40% Autobahn, in unserem Fall mit einem Verbrenner und beziehungsweise einem Plug-in-Hybriden, 140 Stundenkilometer Vmax auf der deutschen Autobahn, soweit es frei ist. 10% ist unser Stadtverkehranteil und wir wollen natürlich herausfinden, wie hoch ist denn die elektrische Reichweite mit vollgeladener Antriebsbatterie. Und wir werden unsere Strecke auch mit leerer Antriebsbatterie noch einmal abfahren, um hier den Verbrauchsunterschied herauszufinden. Gut, bei 2 Grad Außentemperatur hier neblig und die Wettervorhersagen berichten uns, dass es wahrscheinlich im Laufe des Tages auch nicht unbedingt besser werden wird. Ist es natürlich jetzt nicht die optimale Betriebsbedingung hier für einen Plug-in-Hybriden möglichst weit zu kommen. Die 66 Kilometer WLTP-Reichweite, vermute ich, werden wir heute nicht ganz knacken. Die konnte aber fast sein Technikbruder, der Peugeot 308 SW, bereits knacken. Der stand hier auch vor der Kamera. Den werden wir heute auch immer wieder mal so zum Vergleich heranziehen, wie der sich tatsächlich so macht im Gegensatz zum Opel Astra. Wenn euch das Ganze jetzt gefällt, wenn ihr Interesse an diesem Video habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich dranbleibt, dem Kanal ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, und euch das Video natürlich auch liked. Vor allem aber schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch ein bisschen über den Opel Astra Sport Tourer oder andere Dinge diskutieren können. So, dann steige ich jetzt ein in unseren kobaltblauen Opel Astra Sport Tourer, nehme euch mit auf Verbrauchsfahrt und los geht die Reise. Viel Spaß! Mit Einführung des neuen Opel Astra 2022 wurde auch die neue Markendesignsprache hier an den Opel Astra gebracht, mit dem Opel Visor genannten Frontmaske. Wir haben hier also eine schwarze Kunststoffmaske vorne, die so sich in die Scheinwerfer hineinzieht, dass diese optisch miteinander verbunden werden. Wir haben in der Mitte auf der Motorhaube noch eine schön ausgearbeitete Sicke, die sich dann hier nach unten hin zum Markenlogo in den Visor hineinzieht und das Markenlogo quasi mittig schwebend getragen wird. Das ist eine schöne Designsprache, die man jetzt auch schon vom Opel Crossland oder vom Opel Grandland bis dato kennt. Sie wird auch auf die nächsten Modelle sicherlich ausgeweitet. Spätestens zum Facelift des Opel Corsa werden wir das dann auch dort sehen. Wir haben jetzt hier in unserem Testwagen auch die maximale Ausbaustufe der serienmäßigen LED-Scheinwerfer verbaut, nämlich die Intellilux LED-Scheinwerfer, also ein adaptives LED-Licht, das den Gegenverkehr zuverlässig ausspart und auch eine wirklich tolle Ausleuchtung der Straße bei Nacht bietet. In meinen Augen definitiv eine absolute Empfehlung und sollte man sich in jedem Falle gönnen. Der Wagen ist 4,64 Meter lang, hat eine Außenbreite von 2,06 Meter mit Außenspiegeln und eine relativ flache Bauart von 1,48 Meter lediglich hier mit der verbauten Dachreling. Unser Fahrzeug steht hier übrigens auf 17 Zoll Leichtmetallräder und Winterbereifung. Schauen wir dem Astra hinter die sich elektrisch öffnende Heckklappe und gibt dann den Weg frei in einen 516 Liter großen Stauraum.
Wir haben jetzt hier den Plug-in-Hybriden, der eben entsprechend weniger Stauraum bietet aufgrund der Antriebsbatterie, die hier verbaut ist, unten im doppelten Laderaumboden. Eine weitere Einschränkung, die bei unserem Modell, dem Ultimate, vorhanden ist, ist das serienmäßige HiFi-Soundsystem, was dann auch nochmal weitere 63 Liter Stauraumvolumen wegnimmt, was man aber in der Praxis eher kaum merkt, da man eben eher den normalen Raum nutzt. Wir haben jetzt hier übrigens eine Laderaumbreite von 1,3 Meter zur Verfügung und eine maximale Laderaumtiefe hier, wenn die Rücksitze aufgestellt sind, von 1,2 Meter. Und wenn wir dann die Rücksitzlehnen im Verhältnis 40-20-40 umlegen, dann können wir bis zu 1,85 Meter lange Gegenstände hier einladen. Und da kommen wir dann auch schon in den Fond. Da sitzen nicht nur Kinder oftmals, sondern auch gerne mal Erwachsene. Und in meinem Fall, ich bin 1,78 Meter, habe ich den Vordersitz natürlich auf meine Größe eingestellt. Ich habe etwas wenig Knieraum, es reicht gerade so. Kopffreiheit ist genügend vorhanden. Also ein bisschen mehr Beinfreiheit würde man sich hier wünschen. Wir haben Haltegriffe oben am Dach, was ich gut finde. Wir haben zudem auch Aussparungen für das Trennnetz, was es hier gibt, vorhanden, dass wir auch hinter der ersten Sitzreihe installieren können. So können wir nämlich auch dann die Ladekapazität maximal hier ausnutzen. Es gibt dann auch Luftausströmer im Fond sowie einen USB-Anschluss. Ein zweiter wäre natürlich besser, da streiten sich dann nämlich nicht die Kinder. Und die sitzen normalerweise und hoffentlich auf ISOFIX gesicherten Kindersitzen. Und der Zustieg hier durch den eher etwas kleineren Türausschnitt ist gerade für Erwachsene zwar gut, aber bei Kindern, wenn man den Kindersitz da reinbringt, dann ist das schon ein etwas engerer Zustieg. Da würde man sich ein bisschen größeren Ausschnitt sicherlich wünschen. In der ersten Reihe sitzt es sich dann allerdings sehr, sehr vorzüglich, denn wir haben in unserem Falle hier die AGR, also Aktion gesunder Rücken, zertifizierten Sitze an Bord. Die haben nicht nur eine elektrische Lordosenstütze und der Fahrersitz hier ist elektrisch einstellbar, sondern auch wir haben eine ausziehbare Schenkelauflage und der Sitz lässt sich wirklich optimal hier an die Körperstatur anpassen, hat genügend Seitenhalt und auch eben genügend Sitzauflage, angenehm straff gepolstert. Optional erhältlich ist der Sitz nicht nur beheizbar, sondern auch belüftbar und bietet auch eine Massagefunktion, allerdings dann leider nur in Verbindung mit einer Lederausstattung. Ich finde ja diese Mikrofasersitze hier sehr, sehr schön, vor allem weil sie sehr weich sind und im Sommer wie im Winter einfach noch mal ein bisschen angenehmer von der Klimatisierung her sind. Der Fahrer blickt dann auf das neue Infotainment-Display oder respektive es sind ja zwei Displays. Wir haben eins, das das Kombi-Instrument ist und eins, was das Media-Display beinhaltet. Beide sind gleich groß. Und die Anzeigevielfalt hier ist wirklich mannigfaltig. Wir haben, können uns das Kombi-Instrument individuell konfigurieren mit seinen Anzeigen, was wir hier haben möchten. Auch der Media-Bildschirm hier ist ausreichend groß. Und das ist die große Besonderheit gegenüber dem Konzernbruder Peugeot 308 etwa, den ich euch auch schon vorstellen konnte. Der Opel Astra bietet hier weiter haptische Bedienelemente am Mediasystem und so kann man auch zum Beispiel direkt die Sitzheizung aktivieren, die Lenkradheizung. Das war ja zum Beispiel ein Hauptkritikpunkt meinerseits gegenüber dem Peugeot 308, dass das immer etwas gefrickelt ist, wenn man das dann über das Display hier finden muss, die jeweilige Funktion. Und das macht Opel deutlich besser. Man möchte hier weiter haptische Regler für Lautstärke, für Klimabedienung und eben auch Direktwahltasten für eben Sitzheizung oder aber hier eine schöne Menütaste, um hier immer stets wieder ins Hauptmenü zurückzufinden. Apple CarPlay und Android Auto werden natürlich auch beide hier umgesetzt. Auch kabellos ist das Ganze möglich. Wir haben auch eine induktive Ladeschale sowie zwei USB-C Lademöglichkeiten für Smartphones. Auch diverse Ablagemöglichkeiten, zwei Cupholder zum Beispiel und eine Mittelarmlehne, die wir hier haben. Leider ist die aber nicht verstellbar, braucht es aber auch nicht, denn sie ist angenehm flach untergebracht und der Arm kann hier auch wunderbar ruhen.
sehr positiv, aber es gibt ein vollwertiges Head-Up-Display, was die Informationen in die Windschutzscheibe projiziert, die auch hier beheizbar ist mit Heizdrähten. Die Materialien, die Opel hier verbaut, wirklich durchgängig ordentlich, wenn auch viel Hartkunststoffe, unter anderem auch in der Türverkleidung, schon bereits verbaut sind. Nichtsdestotrotz wirkt alles solide und das auch, obwohl wir jetzt hier ein Vorserienmodell derzeit bewegen. Beim Antrieb hat man im Astra die Wahl. Man kann wirklich fast alle Antriebe sich derzeit auswählen. Man hat entweder Verbrennungsmotoren als Benziner oder sogar einen Dieselmotor im Programm oder eben hier einen Plug-in-Hybriden. Es wird sogar auch noch eine vollelektrische Variante 2023 kommen und 2023 kommt zusätzlich auch noch die GSE genannte Sportvariante, die aber dann auch ein Plug-in-Hybrid sein wird und zwar in der Ausbaustufe mit 225 PS Systemleistung. In unserem Fall fahren wir den Plug-in-Hybrid hier mit einer Systemleistung von 180 PS und der setzt sich zusammen aus einem 1,6 Liter Vierzylinder Turbo-Benzinmotor mit 150 PS Leistung und einem 110 PS starken Elektromotor, sodass sich dann die Systemleistung ergibt von 180 PS und 360 Newtonmeter maximalem Drehmoment, was ausreichend ist für eine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in 7,7 Sekunden, trotz 1,7 Tonnen schwerem Leergewicht. Und die maximale erreichbare Höchstgeschwindigkeit liegt bei 135 Stundenkilometer rein elektrisch und 225 Stundenkilometer mit aktivem Verbrennungsmotor. Das ist völlig ausreichend und wirkt auch in der Praxis angenehm, kräftig und auch immer stets passend motorisiert. Man fühlt sich hier immer wirklich gut von Kraft versorgt. Auch wenn die Antriebsbatterie einmal leer ist, bietet der Motor hier genügend Durchzugskraft. Der Antrieb bleibt auch stets sehr zurückhaltend, ist gut gedämmt. Erst wenn man ihn wirklich ausdreht, dann hört man ihn akustisch deutlicher und aber auch nie wirklich störend, wie ich finde. Ja, er klingt dann ein bisschen angestrengt im obersten Drehzahlbereich, aber hey, das ist immer noch ein kleiner 1,6 Liter Vierzylinder. Das darf man nicht vergessen. Und schließlich soll der ja eben hier mit dem Elektromotor schön zusammenarbeiten und dazu gibt es auch eine 12,4 Kilowattstunden große Antriebsbatterie, die in rund 3 Stunden an einer öffentlichen Wallbox aufgeladen werden kann. Wenn man dann aber den 7,4 kW Onboard Charger hier sich gegen Aufpreis hier ins Fahrzeug holt, auch wenn wir in Deutschland leider keine 7 kW hier an der Wallbox ziehen können. Dennoch knapp über 4 Kilowattstunden gehen halt dann doch und das hilft halt einfach, den Akku etwas schneller wieder zu befüllen. Die Reichweite, wie gesagt, gibt Opel an mit über 66 Kilometern im Mix laut WLTP. Was wir jetzt nachher schaffen werden, das werdet ihr natürlich am Ende des Videos erfahren. Rein elektrisch lässt sich der Wagen aber auch immer wieder dann bewegen, wenn die Antriebsbatterie einmal leer ist. So wird das Fahrzeug dann vom Plug-in-Hybriden quasi zum Vollhybrid und sorgt auch da dann weiterhin dafür, dass der Verbrennungsmotor immer mal wieder abgelöst wird vom Elektromotor und auch emissionsfrei hier wie da einfach ein paar Meter oder Kilometer sogar zurückgelegt werden können. Ein weiterer Vorteil von so einem Plug-in-Hybrid ist auch das Thema Rekuperation, denn man kann Energie wirklich schön wieder zurückgewinnen und auch in diesen Akku einspeisen. Und man hat die Möglichkeit, die Rekuperation hier eben entsprechend so stark einzustellen über den B-Modus, dass so ein fast so ein kleines One-Pedal-Drive-Fahren möglich ist. Und vor allem gerade bei starkem Gefälle oder ähnlichem auf der Strecke ist es gut möglich, mit diesem B-Modus eben auch die Bremsanlage so zu schonen und auch eben hier weiter für eine Entlastung der Umwelt zu sorgen. Denn Bremsstaub bleibt auch weiterhin ein Thema für die Umweltbelastung und wenn wir das hier eben reduzieren können bei so einem Plug-in-Hybriden, dann sollten wir das natürlich auch nutzen, hilft uns ja auch beim Geldbeutel. Helfen tun uns auch
hier die Assistenzsysteme, die Opel mit an Bord hat. Es gibt hier alle möglichen und wirklich relevanten Assistenzsysteme vom Abstandsregeltempomaten über die aktive Spurhaltung, den toten Winkelüberwachung, den Querverkehrswarner oder aber eben das teilautonome Fahren nach Level 2 Plus bedeutet, das Fahrzeug kann eben selbstständig die Spur halten und den Abstand regulieren. Das hilft dann auch ungemein, wenn man dann mal so ein bisschen abgeschlagen ist von einem anstrengenden Tag hier, so ein bisschen eben den Wagen gemütlich von A nach B zu bringen. Und so ein bisschen eben sich einfach mal auch ein bisschen zu entspannen während der Autofahrt. Entspannen kann man auch durch die hervorragende Fahrwerksabstimmung, die Opel hier vollzogen hat. Denn der Wagen ist nicht unnötig hart oder straff gefedert, wie dies etwa beim Peugeot 308 der Fall ist. Das Video verlinke ich euch unten. Sondern der Astra bietet ein schön komfortables Fahrwerk. Der einzige Kritikpunkt, den ich hier anbringen kann, den betrifft eben leider die Lenkung. Die ist einfach ein Tick zu leichtgängig und ein bisschen zu gefühllos. Das hat Opel schon mal deutlich besser hingekriegt. In meinen Augen sollte Opel hier noch mal so ein bisschen nachschleifen, denn das könnte durchaus besser gehen. Da würde man doch ein bisschen mehr Rückmeldung von der Straße sich einfach wünschen. Keine Wünsche übrig oder offen lässt hier der Geräuschkomfort. Alles ist sauber weggedämmt, auch der Motor akustisch sehr zurückhaltend. Und wir haben eine Akustikverglasung hier, unter anderem auch an den Seitenscheiben, sodass die Windgeräusche hier angenehm zurückhaltend sind. Einzig bei unserem Testwagen hier sind die Winterreifen sehr lautstark im Abrollgeräusch. Da muss man halt dann einfach mal bei der Wahl seiner Reifen ein bisschen auf das jeweilige Label achten, wie denn da so der Abrollgeräuschkomfort bewertet ist. Ich werde das Fahrzeug jetzt dann für euch beim Fazit nochmal bewerten und da fahre ich jetzt schon mal hin und wir sehen uns gleich dort. Das Wetter wollte echt heute nicht wirklich mitspielen. Es ist mal kurz besser geworden, es zieht jetzt schon wieder zu. Ja, so ist das manchmal, vor allem jetzt im Winter eben. Nichtsdestotrotz, der Astra hat einem dennoch eine Freude bereitet, ihn bewegen zu können. Ich finde, er schaut echt gut aus. Er hat ein haltbareres Design als der Peugeot 308, wie ich finde. Wirkt dadurch einfach jetzt vielleicht nicht der erste Eyecatcher, aber wirkt nach vom Design. Das finde ich gut. Das ist ein langlebigeres Design. Die Platzverhältnisse sind gut, wenn aber nicht sonderlich üppig für einen kompakten. Da gibt es eben Fahrzeuge, die deutlich mehr bieten in der Klasse. Der Plug-in-Hybrid ist in Ordnung. Da fehlt es ein bisschen an Feinabstimmung, wobei wir ein Vorserienfahrzeug fahren. Ich denke, dass da Opel auch noch mal ein bisschen Hand anlegen wird. Platzverhältnisse im Fond könnten ein bisschen besser sein, gerade was die Platzverhältnisse der Knie angeht, wie ich finde. Fahrwerk ist hervorragend gelungen, sehr ausgewogen, komfortabel, zu leichtgängige Lenkung in meinen Augen und mit zu wenig Gefühl. Aber bei Antrieb muss man sagen, da kommt es ja im Wesentlichen natürlich auch auf die Effizienz drauf an. Wir haben jetzt, wie gesagt, nicht die optimalen Witterungsverhältnisse für ein Plug-in-Hybrid oder ein elektrifiziertes Fahrzeug. Wir haben statt der 66 Kilometer WLTP haben wir heute 49 Kilometer geschafft, was ich gut finde. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch mit vollem Akku auf unserer Runde von 3,1 Litern gehabt und auf der Runde mit leerem Akku 6,1 Liter. Das finde ich in Ordnung, also 3 Liter konnte dann hier gespart werden auf unserer Runde von über 116 Kilometern. Ich finde, der Astra macht vieles richtig. Beim Preis, ja, als Plug-in-Hybrid ein bisschen zu teuer, das muss man klar sagen. 39.350 Euro ist der Einstieg als Business-Elegance-Variante. Unser Ultimate hier mit Vollausstattung, der knackt dann ganz knapp nicht die 50.000 Euro Marke, er liegt bei 49.090 Euro. Wer aber Ledersitze nehmen würde mit Belüftung und Massagefunktion, der würde dann die 50.000 Euro Marke knacken. Es gibt aber den Astra auch mit Verbrennungsantrieben, reinem Benziner oder aber eben noch als Diesel. Interessant für Vielfahrer sicherlich, für Dienstwagenfahrer.
und es wird 2023 eine vollelektrische Variante kommen. 54 Kilowattstunden Antriebsbatterie, 156 PS starker E-Motor, der komplett neu ist, der deutlich effizienter arbeiten soll und Reichweiten von über 400 Kilometer mit diesem kleinen Akku ermöglichen soll. Das wollen wir natürlich auch nächstes Jahr herausfinden in einem Verbrauchsvideo. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder mit an Bord seid, sowie bei den nächsten Videos, die hier auf dem Kanal noch kommen werden. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, fürs Reinklicken. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, zu liken das Video und mir vor allem eure Meinung jetzt unten in der Kommentarbox zu hinterlassen, damit wir ein wenig diskutieren können. Ich bedanke mich, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.